Hallo und herzlich willkommen zurück zu Stardew Valley, wo wir heute auf jeden Fall Hartholzzäune bauen werden. Ihr habt gemeint, die haben das längste Durchhaltevermögen. Das will ich auf jeden Fall machen, dass wir hier die ganzen Zäune mal austauschen. Und ich habe gesehen, ich hatte noch Teebäumchen im Lager. Die werden wir auch noch anpflanzen. Und ansonsten schauen wir mal, was so auf uns zukommen wird und was alles so passieren wird. Ich habe ansonsten keinen großen Plan. Ich mache mir so ein paar Sachen noch ein bisschen schöner. Wir werden auf jeden Fall hier ernten. Es wird ein bisschen was zu tun geben. Okay, ich fange direkt mal an. Ich mache Hartholzzäune. Ich weiß gar nicht, wie viel wir brauchen. Wir machen mal 20. Und tauschen hier mal alles aus, damit es vielleicht ein wenig gemütlicher wieder wird. Zack. Zack. Einmal hier hin. Zack. Sehr gut. Wollen wir die hier oben auch gerade austauschen? Naja, wir tauschen alles aus, würde ich sagen. Dann sieht es auch ein bisschen einheitlicher aus. Hier können wir gerade schon mal ernten. Zack. Nochmal Blaubeeren. Nochmal eine Batterie. Ansonsten, wir gucken an. Nein! Mal ganz kurz. Wildhonig einmal verkaufen, sorry. Euch kann ich einmal verkaufen, dich kann ich anpflanzen. Sehr gut. Habe ich noch einen Platz frei für das letzte? Hier könnte ich nochmal eine Sonnenblume hinpflanzen. Das machen wir auch. Ich verkaufe erstmal hier alles, was ich habe. Ich verkaufe alles, was ich habe. Ja, hier rein. Den Trüffel können wir weiterverarbeiten. Ich habe hier auch schon mal Höhlengelee, Flussgelee und Seegelee rausgepackt, damit wir gleich uns noch einen Fischräucherer bauen können. Das war eine gute Idee von euch. Hallo Ente. Ne, wo wollte ich jetzt hier? Hier wollte ich das anpflanzen. Zack. Sonnenblume. Direkt nochmal verkaufen. Hallo ihr alle. Hier. Okay. Entenfeder. Und ich wollte ganz gerne mal in der Folge heute auf die Insel, auch um Leo ein Geschenk zu machen. Gerade wieder daran erinnert durch die Entenfeder. Ich will das auch noch erledigen. Aber alles heute ganz ohne Druck. Love, du musst mehr Action haben in deinem Let's Play. Oh mein Gott, ihr habt recht. Mehr Action. Mal schauen. Erstmal Zäune reparieren. Ihr seht noch gut aus. Ich brauche euch jetzt nicht austauschen. Ich tausche euch aus, wenn ihr kaputt seid. Ich kann nicht vielleicht aber gerade beides austauschen, damit es einheitlich aussieht. Oder schön. Na gut, dann mache ich hier unten auch gerade alles. Wenn wir schon dabei sind. Sehr gut. So viel Käse. Milch. Was machen wir denn mit den restlichen Hartholzzäunen? Ihr habt ja gemeint, soll ich mal Blumen aufstellen? Das ist eine schöne Idee, muss ich aber erstmal mir besorgen. Hier könnten wir eigentlich auch noch Steine reinlegen, damit hier nicht, wenn nicht irgendwas wächst. Aber so finde ich es eigentlich auch ganz nett. Oh, hier ist noch ein Trüffel. Hier ist noch ein Trüffel. Ihr fleißigen, fleißigen Schweinchen. Pilz. Bleib ich dabei, Pilz? Anscheinend nicht. Okay, dann gehen wir nochmal zu den Hühnern. Okay, gerade noch so Platz. Zack. Zack. Hier rein. Einmal verkaufen. Ich bin so voll beladen schon wieder. Ich gehe erstmal ganz kurz hier die Pfirsiche und die Orangen weggeben.
Marmelade hier ist überall fertig. Sehr gut. Ist alles fertig. Das ist ja mega. Nicht essen. Ich habe gar keinen Platz mehr. Oh mein Gott. Dann einmal schnell hier rein. Man kann mal hier dehydrieren auch. Bananenmarmelade. Okay. Ich würde ganz gerne eigentlich nochmal gucken, auch was die Waschbären brauchen. Nicht, dass wir jetzt hier alles sonst Marmelade verarbeiten und die Waschbären brauchen gerade irgendwas bestimmt. Ich bin so voll. Das macht gerade gar keinen Spaß. So, hier rein. Einmal verkaufen. Mango-Gelee. Gelee-Orange. Gelee-Banane. Und wir gucken mal schnell bei den Waschbären. Echt noch alles hübscher gemacht werden. Ich glaube, die Farmladen... Guck mal, das wäre doch eine gute Idee. Die Leute kommen aus dem Zundersaftwald und kommen dann hier in den Farmladen rein. Das wäre doch ein schöner Ort dafür. Ich glaube, das ist ganz nett. Habt ihr schon neue Wünsche, liebe Waschbären? Uns geht's gut, Bobo. Na gut. Das ist doch auch schön für euch. Ich hätte mal wieder Lust auf einen Stream Stardew Valley, dass wir einfach noch mal ein bisschen Perikönig spielen. Da hätte ich schon sehr große Lust. Ich will mal gucken, ob ich das nächste Woche schaffe. Ich gebe auf jeden Fall dann Bescheid. Weil da hätte ich schon großes Interesse. So. Das haben wir. Komm, Magma-Hut. 600. Nee, wir packen nicht in die Pilzhöhle. So, ganz kurz. Ich will da nochmal hier den Fischräucherer bauen, damit wir da auch nochmal Platz haben. Danke. Ich hab gesagt, ich kann auch Muscheln reinschmeißen. Das ist natürlich ganz cool. Probiere ich direkt mal aus. Perfekt. Achso, ganz kurz. Hier rein mit dir. Hier rein mit dir. Ich habe hier noch ganz viele Zapfhähne. Die kann ich eigentlich schon mal anbringen. Batterien können hier rein. Sehr gut. Was ist denn, wenn ich die hier alle... Also wir brauchen eigentlich nur die... Ich mache erstmal hier so eine Eichenreihe hin, glaube ich. Das hier ist, glaube ich, Birke. Ja. Haben wir noch Eichensamen? Bestimmt. So, ich brauche ich auch nicht. Das ist ja auch Quatsch mit euch. So, hier mal kurz. Sehr gut. So, ich muss gerade die ganze Zeit so ein bisschen hin und her laufen, aber ich muss das halt auch irgendwie mal... Oh, schon fertig. Venusmuschel geräuchert. 350. Ah, das ist nicht so viel. Okay, was kann ich noch machen? Mal hier die beiden Zwergwälze. Dann nehme ich euch mal mit. Ja, hier ernte ich auch gleich. Da habe ich richtig Bock drauf. Aber ich will den anderen Kram erstmal machen. So, hier. Du wächst nicht, weil... Doch, du wächst doch ein bisschen. Aber muss ich erst hier den... Boden wegmachen? Ne, ich glaube nicht. Hier unten schon drin. Holz. Muss der Boden erst weg, damit hier wächst? Ich dachte, Wege gehen bei den Bäumen. Ich bin da immer so ein bisschen verunsichert. Wir entfernen die Wege mal. Wir können ja später wieder hinmachen. Und hier unten genauso. Okay, wir lassen es erstmal so. Und schauen,
Nächster Plan. Abfähne schon mal anbringen, die wir haben. Da wart ihr. Sehr gut. Dann die Teebäumchen noch anbringen. Hier kann eigentlich der Durchgang sein. Das ist eine ganz gute Idee. 1, 2, 3. Wollen wir es so machen? Ich glaube, so ist ganz nett. Das ist ein schöner Abschluss. Soll ich es hier drüben dann auch noch fortsetzen? Dann kann hier unten nämlich auch noch irgendwas hin. Wir gucken jetzt erstmal. Ich finde das so schön mit den Teebäumchen als Hecke. Eine so schöne Idee. Was ist denn die Musik auch gerade so laut, bitte? Interesting. Hier nochmal rein. Der ganze Tag ist quasi jetzt nur draufgegangen für so ein bisschen was nebenbei. Na gut, ich habe gesagt, ich habe keine Pläne. Okay, interessantes Ende für die Musik. So, wenn wir schmeißen hier nochmal den Kram rein. Zack, zack, zack. Hier nochmal Granatäpfel rein. Ist hier drüben alles am Arbeiten? Nein. Da haben wir hier für noch was? Nein. Kann ich den Pilz da reinschmeißen? Oh, okay, ich bin gespannt. Was noch? Nix. So, dann mal hier aufräumen. Zack, zack, zack. Verkaufen. Du kommst hier rein. Teebäumchen kommen hier rein. Du kommst hier rein. Hier kommt Harz rein. Ey, wir haben so viel Kram hier drin stecken. Was noch? Hartholz können wir noch wegräumen. Oder wir gehen morgen nochmal in den Vulkan. Das ist eine gute Idee. Wir gehen morgen in den Vulkan, um Drachenzähne zu finden. Und auch einfach weiter diese Feuerwesen zu besiegen. Das ist eine gute Idee. Erstmal Großernte Heidelbeeren. Okay. 10% kritische Trefferchance brauche ich heute nicht mehr, dankeschön. Okay, hier sieht's gut aus. Ich glaube, wir haben ansonsten alles gemacht, was wir machen wollten. Sehr unaufgeregter Tag. Wird morgen bestimmt anders. .620, das ist diese uralten Früchte, die sind so wertvoll. Mega cool. Oh, bald haben wir auch das Zepter. Bald haben wir das Zeptergeld, Leute. Das wird großartig. Wilde Meerrettich, dankeschön. Zack. Hier rein, ich nehme einen würzigen Aal mit. Wir beschäftigen uns jetzt ganz kurz mit... Ah, oh, so schön, wenn die Sprinkler morgens arbeiten. Wir beschäftigen uns ganz kurz jetzt mit dem Hof. Und dann möchte ich aber so schnell wie möglich auch los in den Vulkan. Hallo Schäfchen. Was, die Nake? Du magst noch hier drin bleiben? Na gut.
Sehr cool, aber ich glaube, bald brauchen wir auch mehr Käsezubereiter. Hallo? Hallo ihr alle. Na, wo versteckt ihr euch? Da unten. Okay, also. Wir nehmen eine Feder mit für Leo. Machen Leo ein Geschenk, gehen in den Vulkan und gucken, dass wir Drachenzähne finden. Das ist zumindest der Plan. Hier rein, einmal Entenfeder einstecken, sortieren. Lauch kann noch weggeräumt werden. Ich weiß gar nicht, was ich mit dem ganzen Kram machen soll. Wir werden irgendwas finden, was wir damit schaffen. Da habe ich ansonsten was einstecken. Ich habe den Käse, der kann auch weggeräumt werden. Die ersten drei Fische. Nicht so aufregend gerade. Käse hier rein. Wie sieht's denn hier unten aus? Oha. Nee, ich warte, bis alles fertig ist. Und dann tausche ich das alles gleichzeitig aus. Ich glaube, das ist ein besserer Plan, als da alle zwei Tage reinzulaufen. Okay, los geht's zu Willi. Ich habe irgendwas vergessen, aber das spielt jetzt keine Rolle. Es fehlt halt echt nicht mehr viel, damit wir endlich das Zepter haben. Ich freue mich so sehr, wenn diese Sparaktion abgeschlossen ist. Das machen wir schon so, so viele Folgen. Irgendwas Neues? Und jetzt machen wir mal tropisches Fischen. Wir können dann noch mal gucken, dass wir bei Mr. Key in der Höhle was Neues finden. Das müsste doch sich auch zurückgesetzt haben. Hi, Willi. Ihh, Regen. Hallo, Vogel. Ich gucke mal kurz nach Leo. Ich glaube, Plan ist Leo, Mr. Key, Vulkan. Habe ich ihm nicht schon Geschenke gemacht? Eins erst, okay. Ich liebe es. Ich werde es mein Nest legen. Seien Sie vorsichtig im Vulkan. Die Geister mögen keine Fremden. Ist okay. Drei versteckt im Westen. Okay. Ist das noch das, was... Hallo, Gorilla. Ist das noch das, was versteckt ist in den... Miesmuschelsteinen? Kann nämlich gut sein. Vielleicht öffnen wir die auch nochmal schnell. Ich Kaffee einstecken. Ich trinke mal einen Kaffee. Ich fühle mich so lahm. Hier ist fertig. Zack. Hier ist auch bald alles fertig. Ich bin so aufgeregt, wie viel Kohle wir da rausbekommen. Und alles ist still. Man hört nur den... finde hier 100 rote, das ist das, 100 orangene, gelbe, grüne, blaue und lilane Gegenstände. Der Minenaufzugssystem würde... will ich dann in den Vulkan? Ich glaube nicht. Ich glaube, dann will ich direkt in die Mine. Sorry, Leute, Planänderung. Es geht direkt in die Mine. Da habe ich Bock drauf. Wir teleportieren uns einmal zurück.
Hier nochmal schnell Krams verkaufen. Dich und dich. Hä, warum habe ich denn zwei Ananas einstecken? Hab ich doch aus Versehen was geerntet? Uncool. Okay, hier, wir gehen direkt los. Ich tausche noch hier euch aus. Los geht's. Halt, stopp. Ich nehme auch einen Tote mit. Danke. Piratenmusik. Das ist, so habe ich, so lasse ich mich gerne einstimmen. Tropische Fische, bla bla bla. Okay. Oh, das wird echt, das wird tricky, aber das kriegen wir hin. Ich bin erstmal zuversichtlich. Minen. Ich gehe sogar gerade ein paar Bomben noch kaufen. Ich will nicht viele mitnehmen, aber ein paar wäre schon ganz gut. Oh, große Steintruhenrezept. Perfekt. Direkt mitnehmen. Dann kaufen wir 20. Feuer genug. Ja. Los geht's. Dark. Oh, die sind so cool gemacht, die Minen. Kieschleime. Nautilusmuscheln. Ich mag das komplett, dass wir jetzt so ein bisschen wie unter Wasser ist. Die anderen haben dann so coole Waldebenen. Das neue ist so schön gemacht, die neue Mine. Müssen wir noch hier Brossi finden. Hirschbombe, perfekt. Können wir auch direkt benutzen. Bam! Nix. Mir geht es tatsächlich gerade nur darum, nach unten zu kommen und vielleicht auch ein bisschen radioaktives Erz zu finden. Das wäre schon sehr stark. Aber das kommt erst in den tieferen Ebenen. Die ersten 5 geschafft. Komm. Wenn wir die Bomben schon haben, benutzen wir sie auch. Ist doch. Einfach nur tiefer kommen. Apfelsetzling, krass. Richtig wertvoll. Nüscht. Bitte, bitte, Sprossi. Danke. Habe ich nicht den Schleimschamöhring an? Doch, habe ich. Ihr könnt mir ja gar nichts. Warum kämpfe ich denn gegen euch? Das war jetzt aber auch interessant. So viel umsonst gekämpft. Aua. Spr-
Rossi, bitte komm zu mir. Ich brauche dich in meinem Leben. Sprossi aber nicht. Doch, Sprossi, du hast reagiert. Vielen Dank. Ich habe eine goldene Walnuss gefunden. Hä? Hä? Warum habe ich denn hier eine goldene Walnuss gefunden? Interessant. Höchst interessant. Wie kommt das denn? Wir sind ja nicht mal ansatzweise in der Nähe der Insel. Das ist, weil das eine Key-Quest ist. Wahrscheinlich hängt das damit zusammen. Brossi! Brossi ist gerade so ein bisschen zurückhaltend. Aua. Brossi, habe ich dir was getan? Danke. Aua. Wer ist mal schnell was? 19 Uhr schon wieder. Der Schleimschamöring. Einfach der beste aller Ringe. Perfekt. Ich gucke jetzt noch nicht nach radioaktiven Barren, die sind hier noch nicht. Also da bin ich mir sehr... Da ist... Nee, das ist keiner. Also das ist perfekt gewesen. Tauchen hier noch nicht auf, da wir sind noch nicht tief genug. Direkt einer da. Aber nein, natürlich nicht. Ich würde mir ja noch wünschen vom Eispfeil, dass der erkennt, dass ich den Schleimschamöring habe. Und der gar nicht die Schleime angreifen muss. Sondern sich auf die anderen Gegner konzentriert. Das wäre natürlich ganz schick. Aua. Die sind schon fies hier, die... Die Quallen. Wenn ich Quallen, Kraken. Tintenfische, so jetzt hab ich's. Ich habe aus Versehen mein Inventar sortiert. Interesting. Gut gemacht, Slurp. Danke. Schnell was essen. Danke, danke, danke. Überhaupt nicht im Blick gehabt. Okay. Ich hatte noch hier so eine Bombe. Auf nix. Aber... so langsam jetzt ein bisschen... kritisch. Okay. Komm schnell. Noch was essen. 22 Uhr. Ein bisschen Zeit haben wir noch. Monsterhöhle. Wartet mal. Hierhin. Sehr gut. Und sehr gut. Nochmal was essen? Thank you.
Oh mein Gott, lass mich in Ruhe! Monsterhöhle. Nee, komm, hab ich keine Lust drauf. Hier nochmal kurz ein bisschen Ordnung machen. Hilfe. Ey, manchmal finde ich es so problematisch, diese Treppen zu setzen. Okay, hier sind viele. Oh, das ist gut, weil die müssen wir auch noch besiegen, glaube ich, für die Gilde. Zwergenschiff Rolle 1. Wir sind jetzt Ebene 23. Wir haben aber nicht mehr so viel Zeit. Ich glaube, wir müssten eigentlich am Tag so 30 Ebenen schaffen, um diese Quest hinzubekommen. Also Ebene 25 würde ich jetzt ganz gerne eigentlich noch erreichen. Komm, Sprossi, danke. Oh, jetzt noch eine Bombe. Das wäre cool. Sprossi, bitte. Bitte, Sprossi. Hilf mir ein wenig. Komm, Sprossi. Bitte. Sprossi. Sei eine gute Freundin. Sprossi möchte nicht. Bitte, Sprossi. Wir sind auch sonst ein gutes Team. Ey. Oh, noch 30 Minuten. Ich würde ganz gerne eigentlich den Aufzug auf Ebene 25 aber noch aktivieren. Oh, bitte, 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 Sprossi. Aber... Oh mein Gott! Ob wir es jetzt noch ins Bett schaffen? Nein. Ich glaube, mein Spiel ist abgestürzt. Doch nicht. Oh, ich hatte ein bisschen Angst, dass genau weil ich in dem Moment irgendwie was anderes ausgelöst habe, der Schlaf nicht mehr kommt und alles umsonst war an dem Tag. Huh! Ich meine, ärgerlich, dass wir jetzt es nicht mehr ins Bett geschafft haben. Aber wir haben noch den Aufzug gefunden. Das war es mir wert. In der letzten Sekunde. Oh mein Gott. Hier, liebe Leute, Folge ist vorbei. Ich habe mir ein bisschen Action gewünscht, ein bisschen Action kam auch. Vielen Dank fürs Einschalten, fürs Zuschauen, fürs Zuhören, fürs Dabeisein. Hat mich sehr gefreut. Wenn ihr Spaß hattet, könnt ihr gerne einen Daumen nach oben lassen. Das wäre mega. Wenn ihr neu seid, könnt ihr auch gerne ein Abo da lassen. Das wäre auch großartig. Ansonsten habt eine schöne Zeit. Lasst es euch gut gehen. Bleibt anständig und ciao.